Und endlich reifen unsere Paprikafrüchte auch. Sonst waren die sehr lange grün und jetzt kann ich die abmachen. So ungarische Paprika, Spitzigform hat die, schmeckt sehr gut und ich lege für Winter auch ein mit Tomaten. Zuerst halbiere ich Paprika und dann machen wir in Reihen raus. Da habe ich genug Paprikasamen und die kann man natürlich gleich trocknen lassen und die sind schon fertig. Dann kann man im Frühjahr einpflanzen. Aber erst sammle ich die Samen und bevor ich die trockne, prüfe ich die, ob die gut sind, ob die gute Qualität ist. Und nur dann lasse ich trocknen. Zuerst sammeln wir nur Samen in ein Glas, zum Beispiel wie hier. Und hier habe ich die Samen im Glas, alle zusammen. Und wir werden sofort prüfen, ob die Samen gut sind. Dafür muss man Wasser geben. Ich nehme gleich sogar das andere Glas, größeres, und so lassen. Für eine Stunde vielleicht. Die Samen, die oben bleiben, sind schlechte Samen. Die Samen, die runterfallen, sind gute Samen. Also lasse ich eine Stunde so stehen. Und jetzt hier im Glas sehen wir, dass manche Samen ganz oben sind und manche, die fallen runter. Die, die oben schwimmen, die sind leere. Die sind mit der schlechten Qualität, die Samen. Und die muss man wegtun. Und nur die untersten. Ich nehme Sieb und nur die untersten lasse ich für mich. Und zum Trocknen nehme ich so solche Folie, Hülle für Dokumente, verteile hier. Und trage auf die Terrasse, da ist noch 20 Grad draußen. Tagsüber. Nachts jetzt. Jetzt ist Abend, für die Nacht lasse ich hier in der Wohnung. Und tagsüber trage ich raus. Und da trocknen die sehr schnell. Und die Folie ist sehr gut, da klebt nichts, kann man sehr gut abmachen. Also das sind dann die besten Samen, was wir gewonnen haben. Und weil die ganz runtergefallen sind, da sind die die besten. Und natürlich kann man, man muss keinen Zweifel jetzt haben. Ihr habt gesehen, dass manche Samen oben geschwommen sind. Aber wenn die Paprikafrüchte bis zum letzten Tag, bis zum Frost fast an der Pflanze hängen, da sind die fast alle hundertprozentig sehr gute, ausgezeichnete Samen. Nur ich musste abmachen, meine Paprika, weil sonst werden Tomaten alt, meine eigenen Tomaten zum Beispiel. Ich habe Paprika, waren rot, schon gut rot, aber für die Samen lasse ich viel länger dort an den Pflanzen hängen. Und liebe Zuschauer, hier möchte ich erklären, vielleicht jemand nicht weiß, wie man
mit Informationen unter dem Video, wie man arbeitet. Zum Beispiel, da ist mein Video und hier unten ist ein Zeichen wie Viereck. Ich zeige ganz näher. Das Licht ist nicht besonders, aber hier, da ist Viereck. Wenn man auf Viereck klickt, das sind Untertitel. Da kann man lesen, über was ich rede. Und das ist gut, falls jemand nicht so gut hört. Da steht alles geschrieben, was ich sage. Das ist eins, aber wir möchten gucken, da steht Symbol unter dem Video von meinem Kanal, wie das heißt, lecker und einfach aus eigenem Garten. Und hier, bevor Kommentare anfangen, stehen Worte mehr ansehen. Da muss man klicken auf mehr ansehen. Habe ich zweimal jetzt geklickt. Man sieht Rezept und wenn man das Bild schiebt, noch, das kann oben stehen, das kann in der Mitte sein, das kann unten sein, zum Beispiel hier unten. Oder meine ausgezeichnete Paprikasamen kaufen und ihr findet hier Link. Links sind immer so blau ausgezeichnet mit blauen Buchstaben. Man muss zweimal auf den Link klicken. Und da erscheint Bild Paprikasamen. Das ist mein Bild, mein Foto. Aber das ist nicht schon beim YouTube da oben ganz. Das ist bei Ebi Kleinanzeigen. Zum Beispiel da Paprikasamen, Paprika, Paprikasamen steht hier geschrieben. Mit großen Buchstaben. Und ihr möchtet kaufen, dafür muss man mir Nachricht senden. Mache ich Bild noch kleiner. Hier, ganz oben, aber rechts. Vom Foto Nachrichten schreiben, Nachricht schreiben. Man muss klicken und da könnt ihr hier, hallo, da kann man irgendwas schreiben, hallo, ich möchte so viel Samen kaufen, Name Elena, das ist mein Name, Telefon. Das muss man nicht unbedingt schreiben. Name Elena erscheint, weil ich Elena Name habe, aber bei Ihnen wird anderer Name. Wir können selber schreiben. Und hier unten Nachricht senden. Ihr habt hier was geschrieben, hallo, möchte was kaufen. Und dann Nachricht senden und ich antworte im Laufe, manchmal ein paar Stunden dauert es, manchmal ein bisschen länger, aber ich gucke schon fast jeden, natürlich jeden Tag. Und oder hier gibt es auch Link unter dem Video, da steht alle Samen in mehreren Anzeigen und auch mit blauen Buchstaben. Hier erscheinen dann mehrere meiner Anzeigen, zum Beispiel oben. Scharfe Paprika, süße Paprika, schwarze Johannisbeeren, solche Tomaten, Mais. Ochsenherztomaten, Zucchini und. Gurken und viele andere Samen. Also, es ist überhaupt nicht schwer, nur man muss sehen, wo man klickt. Und hier sind da ganz unten wieder vor Kommentaren die Worte weniger,
anzeigen. Wenn sie haben alles erledigt, klickt man auf weniger anzeigen und da schon das Bild hat sich wieder zugemacht. Information, nicht das Bild, das Bild bleibt hier mit Untertiteln. Verwenden, um die Schale wegzumachen. Also muss man da 200 Grad in den Backofen 15 Minuten backen. Das ist die Rede über Paprika, wie man die Schale ganz leicht entfernt. Und das war's. Und da kann man, wenn ich über Samen erzähle im Video, ich gebe immer Informationen unter dem Video, nur muss man nicht vergessen, einmal klicken auf mehr ansehen. Einmal oder zweimal, wie es leichter geht. Also viel Spaß und Erfolg. Und natürlich, es tut mir leid, das Bild, wenn ich vom Computer aufnehme, ist nicht besonders gut. Aber Hauptsache, ihr habt verstanden, falls ihr das nicht gewusst habt. Tschüss.